Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal erzählen, wie es so in der Schule nach den Sommerferien abläuft, beziehungsweise wie das um Homeschooling ist. Aber mehr dazu seht ihr im Video, also viel Spaß und los geht's! Ja, also am ersten Schultag nach den Sommerferien sind wir dann alle in die Schule gegangen. Und da haben uns einfach nur die Lehrer erklärt, wie das so funktionieren wird. Wir haben uns Bücher gekriegt und ja, also wir werden auf jeden Fall dann jede zweite Woche in die Schule gehen und ansonsten dann halt im Homeschooling lernen. Und das alles haben uns dann eben einfach die Lehrer erklärt. Natürlich haben sie uns dann auch noch den Stundenplan gegeben. So, jetzt werde ich euch aber mal zeigen, wie mein Tag so während des Homeschoolings abläuft. Also nicht nur, wie es dann jetzt wegen der Schule funktioniert, also wie ich lerne und all sowas, sondern generell alles. Also auch, wie ich dann irgendwie, keine Ahnung, frühstücke, Sport mache oder generell, was ich so in meiner Freizeit mache. Also, los geht's! Piep, 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 piep. Ich bin so müde. Ich habe keine Lust aufzustehen. Aber ich muss jetzt ausstehen. Ich habe eine halbe Stunde Zeit, mich fertig zu machen. Danach muss ich Sport machen und danach lernen. So, jetzt muss ich meine Haare kämmen und dann gehe ich runter ins Bad und putze mir die Zähne. Ja, jetzt putze ich mir die Zähne und hier könnt ihr mich sehen, wie ich gerade auf der Toilette bin, aber ihr müsst nicht unbedingt zuschauen, darum ja, könnt ihr nur meine Füße sehen. Und jetzt muss ich noch meine Hände waschen und natürlich auch noch mein Gesicht waschen. Und dann kann ich gleich mit dem Sport beginnen. Frisch gewaschen tut immer gut. Jetzt bin ich überhaupt nicht mehr so müde und kann richtig schön Sport machen. Ich freue mich voll. Ich mache jeden Morgen immer Sport mit diesem Gerät. Also das ist eigentlich wie Fahrradfahren. Und das ist ungefähr so eine halbe Stunde lang, damit ich dann meine Beine schön trainiere, aber generell auch die anderen Muskeln. Und das macht mich dann zusätzlich noch ein bisschen fitter und es macht mich auch glücklich, dass ich dann somit auch meine Muskeln trainieren kann. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Papa. Oh, hallo, Theresa. Ihr seid alle schon wach? Ich dachte, ihr schlaft noch immer. Ah, guten Morgen, Sophia. Ja, irgendwie konnten wir nicht schlafen. Und Theresa, ja, ich glaube, sie konnte auch nicht wirklich schlafen. Setz dich doch ruhig zu uns und ja, iss mit uns. Ich habe Spiegeleier gemacht und es gibt noch Brot und Salami. Lecker. Ja, das lasse ich mir nicht einmal sagen. Ich setze mich auf jeden Fall zu euch. Ich liebe Spiegeleier. Niam, niam, niam. Das war richtig lecker. Danke fürs leckere Essen. Aber jetzt muss ich hochgehen. Du weißt ja, ich habe Schule. Es ist ja Homeschooling, aber ich muss trotzdem die Aufgaben machen. Also dann, bis später. Ein neuer Tag, neue Aufgaben. Yay! Wir bekommen jeden Tag so viele Aufgaben von unseren Lehrern auf. Ach, ich muss jeden Tag 6 Stunden lang lernen. Das ist einfach viel zu viel. Aber wir haben so viele Fächer und in jedem Fach bekommen wir so viele Aufgaben auf. Ach, naja. Also als erstes muss ich auf unsere Schulwebsite gehen und dann schaue ich, welche Aufgaben es so für unsere Klasse gibt. Und dann muss ich mir die richtigen Bücher holen und leg einfach mal los. Hier könnt ihr mich sehen, wie ich Mathe mache. Und ja, wie ihr seht, habe ich die Lampe von meinen Eltern stibitzt, damit ich einfach mal besser sehen kann. Und ja, ich glaube, für euch wäre es jetzt ein bisschen langweilig, wenn ihr mir zuschauen würdet, wie ich es die ganze Zeit lerne. Darum sehen wir uns gleich wieder. Ach ja, und wenn es euch interessiert, dann könnt ihr hier einfach mal sehen, was meine Geschwister machen. Einige sind faul, andere nicht.
Ja, Leon ist auch schon wach und er spielt schön mit seinen Spielsachen. Da er ja noch in den Kindergarten geht, muss er zum Glück noch nicht lernen und kann den ganzen Tag spielen. Mama und Theresa sind auch schon richtig fleißig. Theresa schreibt gerade einen Aufsatz und Mama hilft ihr ein bisschen. Da Theresa auch noch ziemlich klein ist, braucht sie schon noch ein bisschen Hilfe. Aber ja, sie ist noch sehr klein. Und die Jungs, also Adrian und Tom, schlafen natürlich. Die sind so faul. Die ganzen Aufgaben, die sie aufbekommen, machen sie erst am Wochenende. Und dann müssen sie wirklich den ganzen Tag lernen. Dabei wäre es doch viel besser, wenn man einfach nur ein paar Stunden jeden Tag machen würde und dann hätte man nicht so viel auf einmal. Aber naja, die sind halt eben so. Dafür ist Mama Scarlett sehr fleißig. Sie lernt schon seit 7 Uhr morgens. Das ist echt übertrieben, aber besser so als andersrum. Und Papa und Chiara schlafen. Gut, Chiara ist auch gerade mal 2 und braucht sehr viel Schlaf. Und Papa, ja, er konnte heute Nacht nicht gut schlafen. Darum, warum nicht? Kinder, es gibt Mittagessen. Kommt runter. Ich habe euer Lieblingsessen gemacht. Spaghetti Bolognese. Ja, es sind schon 6 Stunden rum und ich habe alle Aufgaben für heute gemacht. Oh, ich bin jetzt echt glücklich, dass ich endlich fertig bin. Aber ich bin auch so ausgepowert. Die Aufgaben waren sehr anstrengend. Naja, auf jeden Fall freue ich mich sehr aufs Mittagessen. Ich liebe Spaghetti Bolognese. Lecker, Mama. Das schmeckt wie immer super. Oh, danke. Ja, ich muss zugeben, mir schmeckt's auch. Ja, Leute, wie gesagt, Adrian und Tom sind sehr faul. Und das hier ist jetzt ihre erste Mahlzeit, denn die sind gerade mal vor einer Stunde aufgewacht. Die verschlafen einfach den ganzen Tag. Das ist doch verrückt, oder? Ja, normalerweise spielen Theresa und ich da nachmittags, also nach dem Mittagessen, immer gemeinsam mit unseren Spielsachen. Und hier könnt ihr uns auch sehen, wie wir mit den Teddybären spielen, da wir beide immer sehr fleißig sind und immer morgens die ganzen Aufgaben erledigen und nachmittags dann immer Freizeit haben. Und abends, wenn wir mal Lust haben, gehen wir auch manchmal Fahrrad fahren. Das hat wirklich sehr viel Spaß, vor allem ist es draußen auch noch nicht so kalt und auch nicht so warm. Also tut es eigentlich auch ziemlich gut, so ein bisschen draußen an der frischen Luft zu sein. Und ja, aber Theresa und ich verstehen uns auch ziemlich gut, darum macht es besonders viel Spaß mit ihr. Und danach essen wir zu Abend. Normalerweise essen wir immer so Brot und Salami und sowas zu Abend. Das einzig Gute an der Corona-Zeit ist ja eigentlich, dass man jetzt viel mehr was mit der Familie unternimmt. Denn man ist ja die meiste Zeit zu Hause und dann hat man auch generell mehr Zeit, jetzt irgendetwas mit der Familie zu machen. Und wir zum Beispiel haben jetzt angefangen, immer nach dem Abendessen, jeden Tag, dann Gesellschaftsspiele zu spielen. Das einzige Blöde ist halt, dass wir keine, ja, spannenderen und auch etwas komplizierteren Spiele spielen können, da ich ja eben auch noch etwas jüngere Geschwister habe und die das dann halt nicht verstehen würden oder es einfach für sie zu kompliziert wäre. Aber es macht auch einfach so Spaß, mit der Familie was zu unternehmen. Und ja, also dafür bin ich schon ein bisschen dankbar. Denn normalerweise haben wir leider nicht so viel Zeit für sowas. Da es jetzt aber schon ziemlich spät ist, muss ich noch meine Zähne putzen und dann dusche ich auch noch ein bisschen und danach lege ich mich ins Bett und lese ein bisschen. Ich lese normalerweise immer vorm Schlafen, weil ja, das macht mich dann halt ein bisschen müde und so kann ich dann halt besser einschlafen. Und ich liebe es auch, Bücher zu lesen, vor allem Bücher, die dann so richtig spannend sind. Und ja, also es macht mir Spaß und macht mich auch ein bisschen müder. Ja, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Also ich habe euch jetzt einfach mal gezeigt, wie es bei mir so im Homeschooling ist, weil jeder hat so seine eigenen Gewohnheiten und jeder macht es ja immer anders. Aber ich persönlich mache es so. Also ich arbeite am liebsten immer
morgens und habe dann nachmittags eben frei. Aber natürlich, bevor ich dann anfange zu lernen, mache ich erstmal Sport, weil das tut meinem Körper gut und ja, es macht auch sehr viel Spaß. Wie es jetzt aber in der Schule abläuft, das wollte ich euch eigentlich nicht zeigen, weil das ja eigentlich wie immer ist. Also ganz normaler Unterricht, nur halt eben mit Maske dann im Schulgebäude, aber ansonsten ganz normal. Und ich dachte, es ist einfach spannender, wenn ich euch aber mal mein Homeschooling zeige. Ich hoffe aber auf jeden Fall sehr, dass euch das Video gefallen hat. Dann lasst mir doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, noch meinen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr wirklich gar kein weiteres Video mehr von mir. Habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!